Jo Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr es im Titel schon lesen könnt, gibt es heute mal wieder eine neue Spiele-News-Folge. Folge 141. Und heute, Freunde, geht es um, dass der Herr der Ringe Gollum-Spiel, Freunde. Ja, das ganze Spiel erscheint für die PlayStation 5 und für die neue Xbox. Ja, Xbox Series X. Um der Herr der Ringe Gollum geht es heute in der heutigen Spiele-News-Folge, Freunde. Noch sind nicht viele Spiele für die Next-Gen-Konsolen angekündigt, aber jetzt dürfen sich Herr der Ringe-Fans schon einmal freuen. Das neue Gollum-Spiel erscheint für PS5 und Xbox Series X. Den Namen finde ich echt irgendwie beschissen, Freunde, von der neuen Xbox. Aber gut. Der deutsche Entwickler der Delic Entertainment hat schon vor längerem ein Der Herr der Ringe Spiel angekündigt. In der neuesten Ausgabe des britischen Magazins Edge bekommen wir jetzt endlich handfeste Infos zum Spiel, das für die Next Gen erscheinen soll. Die Katze ist aus dem Sack. Der Herr der Ringe Gollum erscheint 2021 für PlayStation 5 und Xbox Series X. Damit ist es eins der ersten offiziell bestätigten Next-Gen-Spiele. Im Zuge dessen äußerte sich der Delic-CEO Carsten Fichtelmann sehr enthusiastisch zu den neuen Konsolen. Ihm nach macht Microsoft manche Sachen besser als in der Vergangenheit. Welche Dinge das genau sind, darüber hat sich Fichtelmann nicht geäußert. Zu der PlayStation 5 hat er nur zu sagen, dass sie fantastisch wird. Ich denke, dass Microsoft einige Sachen besser macht als in der Vergangenheit und die PlayStation 5 wird fantastisch. Etwas mehr technische Infos konnte Game Designer Martin Wilkes geben. Jedoch macht er klar, dass er sich dabei auf Gerüchte zu Xbox Series X bezieht. Er freut sich vor allem auf den verbauten Arbeitsspeicher. Als Beispiel nennt er die Möglichkeit, viel größere Räume erstellen zu können, die nahtlos miteinander zusammenhängen. Der Herr der Ringe Gollum wird übrigens von der Unreal Engine Gebrauch machen. Bisher habe ich über die technischen Details der Xbox Series X nur Gerüchte gehört, aber diese sind großartig. Vor allem der Arbeitsspeicher, natürlich freue ich mich darauf, aber ich denke nicht, dass es für dieses Projekt relevant ist, da wir auch den PC anpeilen. Aber gerade für Level-Designer ist es ein wahrgewordener Traum. Sie müssen sich nicht mehr Gedanken machen, wann Ladezeiten für neue Räume eingesetzt werden müssen. Für mich ist es manchmal wirklich schade, wenn wunderschöne Umgebungen kleiner gemacht werden müssen, da ein schmaler Gang für die nächste Ladezeit eingebaut werden muss. So Martin Wilkes, der Game Designer, Freunde. Im Rahmen der Titelstory im Edge Magazine wurden auch weitere Infos zum Spiel bekannt gegeben. Die wohl wichtigste ist, dass es sich nicht um ein Point-and-Click-Adventure, sondern ein Third-Person-Action-Adventure mit Stealth-Elementen handeln soll. Ja, es gibt auch weitere Infos zum Spiel. Zum einen, Gollum gleicht nicht dem Design aus den Filmen, da der Autor selbst das Aussehen nie festgelegt hat. Der Spieler entscheidet selbst, ob er mit Gollum oder Smergol spielen möchte. Dabei sind beide Persönlichkeiten in einem stetigen Kampf miteinander und manche Entscheidungen werden nicht so verlaufen, wie der Spieler es ausgewählt hat. Der Fokus liegt nicht auf dem Kämpfen, sondern dem Klettern und Verstecken. Es wird keine Spezialfähigkeiten, Gadgets oder RPG-Elemente geben. Die Geschichte endet mit dem Start des ersten Films Der Herr der Ringe, die Gefährten. Ja, und wie es weitergeht, einen Wunsch für die Zukunft von Herr der Ringe Spiele aus dem Hause der Delic hat Fichtelmann jedenfalls schon geäußert. Wenn es nach ihm gehen würde, dann würden sie gerne noch ein bis zwei weitere Spiele in dem Fantasy-Universum machen. Aber bereits jetzt schließt er ein Gollum 2 aus, da es keinen Sinn machen würde, aber sie sind offen für andere Charaktere, mit denen sie Spiele auf dem gleichen Niveau wie der Herr der Ringe Gollum machen können. So, Freunde, dann würde ich sagen, das war's mit der neuen Spiele-News-Folge. Wenn euch die neue Spiele-News-Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo.
Das könnt ihr hier machen. Und hier oben, Freunde, gelangt ihr zu der letzten Folge. Das war zu Digimon Survive. Da sind jetzt neue Bilder aufgetaucht, die die Map zeigen und andere Sachen. Falls ihr wissen wollt, wie die Map aussieht und so die anderen Sachen, die anderen Bilder, dann gelangt ihr hier oben zum Video, Freunde. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, hören wir uns dann zum nächsten Video wieder. Haut rein, Zockerboy, Game over. Ciao.